Barbara ist untrennbar mit der Geschichte der deutschen Politik und Demokratie verbunden. Das war so wahnsinnig, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, morgen früh im ersten Flieger und guck, dass ich nach Berlin komme. Das ist im Ostblock so üblich gewesen, aber dass es so ein Schmatzkuss war, das war natürlich doch ein bisschen besonders. Und das ist manchmal was Wunderbares, wenn man oben ist, hat man eine ganz andere Perspektive. Und dadurch ist diese tolle Schlangenlinie von den Polizisten mit den Helmen und auf der anderen Seite eben diese Bewegung der Studenten. Hat man Glück oder nicht, ob man da gerade steht, wo es gut ist und wo man hofft, dass da was passiert, wagt man sich jetzt dahin zu stellen oder dorthin zu stellen. Hier ist von Verantwortung gesprochen worden und wie wichtig das ist für eine Demokratie, Verantwortung zu übernehmen. Und viele Menschen begreifen nicht, dass Freiheit nicht nur die Freiheit der Pubertierenden ist, ich darf alles, sondern dass Freiheit der Erwachsenen heißt, Verantwortung zu übernehmen. Menschen können Freiheit, Menschen mögen Freiheit und manchmal verwirklichen sie sich sogar in Freiheit. Und ich möchte, dass es jedes Jahrzehnt ein paar mehr Deutsche sind, die glauben, Deutsche können Freiheit.